Eisenzahnräder verstecken sich hier. Und braune Chips hier. Gut. Was? Ach genau, alles abliefern und wir brauchen viel mehr gelbe Kisten. Viel, viel mehr gelbe Kisten. Gut. So. Einmal reparieren, bitte. Alle heil, ha? Der Rest? Ja, reparieren wir zu Ende. Sehr sicherer Kern der Basis. Ah, Leichen noch. Blub. Gut. Was demnächst? Hier weiterbauen. Dann vielleicht ein, zwei Replikatoren aufstellen, die die Engines herstellen. Wobei das erst erforschen muss, sehe ich gerade. Ja. Und dafür brauche ich einen Superconductor. Okay, auch noch eine Fabrik bauen für Superconductor, eine Fabrik bauen für Magnete. Das alles auch schon automatisieren. Das läuft hier unten eigentlich ganz gut so, wie es ist. Nee, lieber hier irgendwo die Superkontaktoren mit reinwappen. Ja, ist gut. Und die neuen Drills, die wir übrigens aufgestellt haben, haben den Boden auch schon total aufgefressen. Das ist, ja. Es kommt nicht sehr viel raus, wie ihr sehen könnt. Aber es reicht für das Gröbste. Ich brauche gleich Blei für meine besseren Schmerzhilfen. Da. So, was brauche ich noch? Basic Item Exits und weiße Chips. Ja, weiße Chips sollten jetzt wieder funktionieren, richtig? Jetzt, wo wir das hier unten mit den Dingern da gelöst haben. Kein Tin? Warum forderst du kein verdammtes Tin an? Gleich. Forder verdammtes Tin an. Das heißt, weiße Brettchen kommen jetzt. Und wenn weiße Brettchen kommen, kommen weiße Chips. Gut. Wir müssen es auch hier oben weiterbauen. Ja. Also, weiße Chips. Was war es jetzt noch alles? Oh Gott. Genau, die Schmelzöfen. Die ich nicht bauen kann, weil... Was? Rubber fehlt. Also Rubber, nicht Resin oder sonst... Oh. Was? 5MJ? Was? Habe ich irgendwo irgendwas gekappt? Ich habe irgendwo in den Kisten noch mehr von den Steam Turbines. Wo sind meine Kisten? Da sind meine Kisten. Irgendwas ist hier nicht so... Ja, 2. Wow. Kann ich davon noch mehr bauen? Baue davon noch mal mehr. Achso, die funktionieren ja auch nicht. Weil kein Strom. Und deswegen kein Wasser. Gott. Ja, es sollte schnell Tag werden. Tag. Man wird angegriffen. Und die Verteidigung läuft über Strom. Das kam sehr abrupt. Meine schönen 9, schieß mich tot Gigajoule Energiespeicher sind irgendwie ziemlich schnell leer gegangen. Ja, wir sind hier gleich da. So. Und es regnet. Das macht das Ganze auch nicht besser. Wir müssten theoretisch jetzt dafür sorgen, dass Dreckwasser reinkommt. Unten. Zu den Steam Turbines. Wir brauchen viel mehr Fässer. Und dann lagere ich einfach Wasser ein. Und zwar zu 100.000
Hektotonnenlitern. Wo ist das hier? Hier. Komme ich hier irgendwo rum? So. Dann. Da. Blub, 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 blub. Das war jetzt nicht unbedingt die beste Lösung. Geht das da so auch rein? Dann macht das mal da weg. Ja. Okay, ich komme nicht mehr raus. So. Da ist jetzt überall noch Dreckwasser drin. So, sauberes Wasser hier, Dreckwasser da unten. Ihr habt kein... Was? Die Kohle... Ich hab die Kohle nicht angeschlossen. Ich hab kistenweise Kohle da oben liegen. Und ich bin davon ausgegangen, dass die Roboter das hin und her fliegen. Tun sie aber nicht. Also sie fliegen Kohle, aber nicht dahin, wo sie es bringen sollen. So, 9200 Kohle. Ja, damit. Dann baue ich gleich die Gib-mir-Kisten dahinter. Also hinter diese blauen Kisten, die das Ganze verteilen. Dann klappt das hoffentlich. Blink, 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 blink. Ja. So. Blaue Kiste. Kohle. Du hättest gerne durchgehen. Kohle. So. Jetzt kommen die ersten Blöcke hier an. Hätte ich auch von vornherein machen können. Meinen eigenen Bedarf hier, meine eigenen Vorräte ein bisschen reinschmeißen. Okay, 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 okay. Akkus füllen sich sehr langsam, weil es immer noch regnet. Und ich brauche viel, viel mehr Akkus. Und alles andere auch. Kommst mit. So, Brennstoffblöcke sind soweit jetzt, ne? Sind wieder in der Mache. Ja, das ist momentan ein bisschen albern mit der Kiste da, aber gut. Strom, Strom ist wieder okay. Halbwegs. Wow. 20 von den guten Solarpanels. Und gib mir bitte durchgehend davon welche, durchgehend davon welche, durchgehend davon welche. Das habe ich nicht so wirklich gebraucht gerade. Also Stromverlust ist immer krass. Weil das kann echt das Ende bedeuten. Wenn da mal ein größerer Angriff kommt. Vor allem, wenn gerade irgendeine Mutationsstufe durch ist. So, das bitte einmal. Also wenn jetzt plötzlich Könige und Königinnen angreifen würden bei einem Stromausfall, dann wären wir um 0, nix zerfetzt. So, also, das ist in der Arbeit. Und ich habe jetzt alles vergessen, was ich eben gerade runtergerastert habe, was ich noch bauen wollte. Weiße Chips? Hier oben? Ich glaube ja. Da. Oh, das ist zu kompliziert. Da bräuchten wir jetzt erstmal eine Anlage für die Solder Plates. Dafür bräuchten wir das da. Dafür bräuchten wir wieder Ziegel. Ich hätte gerne Ziegel durchgehend. So. Und... Genau, Rubber. Wie komme ich jetzt an Rubber? Resin einschmelzen? Das kam früher aus den anderen Gummibäumen, die wir jetzt nicht mehr haben. Deswegen ist es ein bisschen komisch. Gib mir mal davon ein bisschen was. Und schmeißt das mal hier oben in das eine Ding, was wir nicht benutzen. Das da. Ja, ganz normales Rubber. Okay.
Das heißt, wir könnten hieraus wirklich eine Rubberschmelze machen. Das heißt, du forderst einfach Resin an. Wo zum Fu ist da? Das beschränken wir und dann ist gut. Damit. Furnace. Dann müssten wir jetzt noch die Bäume für Resin besser machen. Also die da. Achso, das ist genau das gleiche Resin wie früher. Es hat nur ein neues Symbol bekommen. Ah, okay. Dann ist ja gut. Aber es funktioniert erstmal so, wie es funktioniert. Und das, okay. Das sieht gerade ein bisschen dunkel aus für Tag. Hm. Oh ja, Strom ist ansatzweise okay. So. Was noch? Gib mir mehr Rubber. Gib mir mehr Schmelzöfen. Jetzt bräuchte ich weiße Chips, aber die sind gerade ein bisschen Mangelware. Achso, und den einen besonderen Schmelzofen da. So. Go, go, go. Blub, blub, blub. Die Ärmchen sind noch okay zum Rausnehmen. Ja. Also, dass die blauen Ärmchen das Rausnehmen auch schaffen und hinterherkommen. Schaut soweit gut aus. Okay. Dann mache ich jetzt so diese Electric Chemical Furnace. Tue ich mal hier neben so ein bisschen. Und guck mir dann die Rezepte da mal an. Aber eigentlich will ich das nur haben für diese... Na, wo sind sie? Oh. Hä? Das macht man hier gar nicht? Okay. Wofür habe ich das Ding jetzt gebaut? Nein. Wie baue ich? Ja, ich schwöre, das wäre das gewesen, aber nein, anscheinend nicht. Also ich brauche noch eine andere Art von Schmelzofen, um die Solder Plates zu machen. Die da. Ah, ihr könnt mich doch alle mal. Das sind sogar zwei verschiedene. Ja. T. Erforsch. Ach, das sind wieder die komischen Symbole. Nein. Vier, drei. Die da? Das sieht gut aus. Electric Metal Mixing Furnace. Die brauchen wir. So, ihr könnt auch weg. Weg. So, Fässer sind okay, die sind okay. Also ich brauche jetzt den Electric Metal Mixing Furnace, den ich gerade erforsche, um die weißen Chips zu bauen. Beziehungsweise eine Subkomponente davon. Das heißt, ich mache jetzt trotzdem einfach hier jetzt mal die weißen Chips hin. Und der Rest kommt dann halt später. Das da vor allem kommt von unten. Da brauchen wir die Ferric Chloride Solution. Aber die Sachen kann ich schon mal anfordern. Also, Kiste. Keine Ärmchen. Wo sind die Ärmchen? Da sind die Ärmchen. Mir 50 Ärmchen. Achso. Wo zum Geier bin ich? Hier bin ich. Für dich beschränke ich mal auf 4 Stacks weißer Chips, was unwahrscheinlich ist, aber gut. Also, weiße Circuit Boards und komisches Gedöns. Also das. Und das. Und das. Und das. Richtig? Ja. Ja, das war's. Okay. Und das Problem scheinen die Electric Components zu sein und die weißen Bretter. Also gehen wir jetzt nach unten und sorgen dafür, dass die weißen Bretter in Massen produziert werden.
Und hier hätte ich gerne eine Kiste zwischen. So. Also, weiße Bretter sind hier. Und das hier ist alles doof. Das ist so doof. Mach mal hier draus ein bisschen schnellere Fabriken, bitte. Danke. Einfach nur, weil ihr es könnt. So. Du musst die auch rausschmeißen. Passt dein Ärmchen zwischen? Nein. Du gehst weg. Du bekommst jetzt hier eine blaue Kiste hin, die immer Steine anfordert. So, und du legst das da raus und tust es in eine rote Kiste. Das heißt, du stellst die her, tust sie da rein, wenn sie da gebraucht werden, und wenn irgendwelche über sind, tust sie da rein. Okay. Dann machen wir dich nochmal gelb. Und das war's. Speed-Module wären echt schick. Au. Müsst ihr aber wieder ganz viel Kram zusammensuchen und. Oh. Ja, ich bin erstmal froh, dass ihr wieder Strom. WTF? Was ist hier los? Ich habe bestimmt irgendwas super Wichtiges gekappt. Und ihr schreit schon seit 2-3 Folgen in den Kommentaren, aber ich kann sie nicht lesen, weil die Kommentare noch nicht da sind zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ja. Also ich denke, ich mache jetzt eine kleine Kaffeepause und lese mir die schreienden Kommentare an. Also bis gleich.